die Meldungen, die durch die Presse gingen, dass Polen die Grenzen schließen wollte, möchte, sich ja überschlagen haben. Also das heißt, da waren wir ja dann direkt von betroffen und das hat uns natürlich auch etwas, ja, Kopfschmerzen bereitet und haben uns aber entschlossen, trotzdem zu fahren, auf alle Gefahren hin. Wir wollten uns jetzt nicht davon abbringen lassen, hier nicht herzukommen. Hallo Oliver, du bist gerade zur Vorbereitung von einer größeren Aktion nach Weißrussland gereist, weil du eine Reise dorthin mit einer größeren Gruppe in den nächsten Monaten planst. Du bist jetzt aktuell in der Stadt Brest. Was hast du an der polnisch-weißrussischen Grenze in Hinblick auf die Meldungen der letzten Tage bezüglich der Grenzschließung erlebt? Ja, wie soll ich das sagen? Das war erschreckend, wie weit sich der Lkw-Rückstau gebildet hat. Das ist eine direkte Bestätigung der Rückmeldung über die Presse, dass die Grenzen geschlossen werden sollten. Es betrifft nur die Lkw. Also Polen hat die komplette Grenze für den Lkw-Verkehr von weißrussischen Lkw nach Polen gesperrt. Und so wie ich das mitbekommen habe, haben dann die Weißrussen verzögert darauf reagiert und haben ihrerseits die Grenzen für polnische Lkw gesperrt. Der Personenkraftverkehr ist davon nicht betroffen. Also zumindest nicht der Übergang Terespol nach Brest an der Grenze halt. Und wir hatten uns darauf eingestellt, eine längere Wartezeit erleben zu dürfen an der weißrussischen Grenze, sind aber zu unserer Überraschung unglaublich gut über die Grenze gekommen. Also normalerweise in den letzten Malen, wo wir da waren, haben wir etliche Stunden dort verbringen müssen. Diesmal konnten wir direkt an die polnische Grenze ranfahren, sind dort freundlich. Also die konnten ohne große Probleme auf die weißrussische Seite fahren und wurden dann dort auch abgefertigt. Und es ist einfach so. Da drüben kommt man rüber und man erlebt entspannte weißrussische Grenzschützer. Zollbeamte, die noch lächeln können, heißt aber nicht, dass wir nicht kontrolliert werden. Natürlich, die Fahrzeuge werden kontrolliert und da muss man durch. Ja? Und der komplette Grenzübergang hat dieses Mal 2 Stunden 45 Minuten gedauert, was richtig gut ist. Ja, du hast gerade von den entspannten Grenzbeamten oder Zöllnern gesprochen. Wie geht es denn den Menschen in Brest selber, in der Stadt? Wie ist da dein Eindruck? Ja, wenn er mir mal über die Schulter schaut, ich hoffe, ihr könnt das sehen, dann sieht man eine größere Straße in Brest. Und hier läuft es scheinbar, also ich kann es nicht anders sagen, alles normal, ne? Es ist eine gewisse angespannte Normalität hier, ne? Weil die Aggression, die gegen dieses Land, was ja nicht am Krieg beteiligt ist in der Ukraine oder an dem Konflikt in der Ukraine beteiligt ist, bekommt man trotzdem hier mit, weil die Leute sich natürlich auch Gedanken machen. Und wenn man denn aus den Medien die aggressive Haltung Polens gegenüber Weißrussland verfolgt und das natürlich dann auch an der Grenze erlebt, es gilt ja das Gleiche nicht nur für uns, die hier rüberkommen, sondern auch für die Weißrussen, die mal nach Polen wollen. Ja? Die stehen ja dann auch etliche Stunden, um nur mal nach Polen rüberzukommen. Und das hat alles Wirkung. Das sind alles Auswirkungen. Wenn, wie es auf den Bildern zu sehen ist in der Presse, Panzersperren an Grenzübergänge aufgebaut werden. Also das richtet natürlich etwas an in dem Verhalten der Menschen hier. Du hast gerade gesagt, du willst die Leute einladen, mit dir mitzukommen. Was erhoffst du denn sonst noch von deinen Fahrten, außer dass dich jetzt mehr Leute begleiten? Na ja, also Weißrussland ist vielen Menschen nicht geläufig. Sie kennen es nicht. Wenn dann in Form von vielleicht, dass da der letzte angebliche Diktator leben soll und herrschen soll wie so ein Gottkönig. Und mehr ist im Wesentlichen nicht bekannt. Und das ist eine Riesenwissenslücke. Es ist nicht so. Ich kann das ja nur bestätigen und daher sage ich ja, kommt mit. Schaut euch das hier selber an, macht euch euer eigenes Bild, erkennt, was wahr und was falsch ist.
Das ist eine Hoffnung. Die andere Hoffnung ist natürlich, dass, was ja gerade im großen Stil in den letzten Tagen, letzten Wochen leider erfolgreich angerichtet ist, worden ist, ist das Zerstören von Verbindungen, von Brücken, von Verbindungen zwischen den Menschen, zwischen den, ob es auf Regierungsebene ist oder auf anderen Ebenen. Dieses Zerschlagen von Porzellan, wie ich das mal nennen möchte. Und das bestätigt sich in Gesprächen mit den Menschen hier, die ja so unglaublich dankbar sind, dass wir den Weg hierher finden, um diese Verbindungen aufrechtzuerhalten. Und die Leute hier, ein normaler Bürger hier in Weißrussland, kann fein säuberlich unterscheiden, ob was die Politik macht und was Menschen machen. Ja? Also politisch ist es immer ein anderes Level als auf Menschenebene. Ne? Und die Leute können es unterscheiden und reichen uns natürlich sehr gerne die Hand. Die sind, ihr kommt aus Deutschland, also im ersten Moment, ihr habt zwar ein deutsches Kennzeichen, ja, aber ihr seid keine Weißrussen, die in Deutschland leben oder jetzt hier rübergekommen sind, sondern ihr seid ja echte Deutsche. Und in Anbetracht unserer Vergangenheit, besonders halt die Zeit des Zweiten Weltkriegs, wird es anerkannt, ja, weil nicht so viele Deutsche den Weg hierher finden. Ja, eine weitere Hoffnung ist, auch ein Zeichen zu setzen, dass auch gerade in diesen schwierigen Zeiten, die wir gerade alle durchleben, da Menschen sind, Deutsche sind, die hier rüberkommen und sagen, Moment mal, es gibt auch außerhalb der deutschen aktuellen Politik, gibt es auch Deutsche, die diesen Irrsinn nicht mitmachen wollen und für Frieden und Freundschaft hier sind. Ja. Ja, deine Begegnung mit Weißrussen, dass die überrascht sind, das glaube ich. Aber wie reagieren denn die Menschen um dich herum, auch hier in Deutschland, wenn du von deinen Aktionen der letzten 3 Jahre und auch der geplanten Fahrt erzählst? Ja, also in Deutschland ist das so, die meisten Leute, wie schon erwähnt, haben keine Vorstellung von Weißrussland. Das ist einfach ein unbekanntes Land, das irgendwo zwischen Europa, der EU und Russland existiert. Mehr nicht. Dann erzähle ich das den Leuten, was ich da vorhabe und dass wir halt die Brücken, die die Politik zerstört hat, erhalten müssen, aufbauen müssen und ausbauen müssen. Den Leuten einfach zeigen, wir sind hier für Frieden und Freundschaft. Es gibt auch Deutsche da drüben, die diesen Wahnsinn nicht mitmachen wollen. Und gibt es noch mehr, was du dir von den Menschen in Deutschland, aber auch in Weißrussland wünschen würdest? In Deutschland ganz besonders, dass die Scheuklappen fallen. Deutsche reisen ja sehr gerne in der Welt, da sind wir ja für bekannt. Und dass ein Teil davon mal sagt, okay, komm, ich gehe mal woanders hin, nicht immer in die gleichen Länder. Natürlich soll man dorthin fahren, wo man gerne hinfährt. Ja, ich möchte ja niemanden davon abhalten, Urlaub in Italien zu machen oder wo auch immer. Ja. Aber einfach mal zu sagen, okay, komm, ich guck mal, was da ist. Ja, da ist was Neues. Dann, dass angefangen wird zu überlegen, wenn da auf ein Land ständig eingeschlagen wird, doch mal zu hinterfragen, warum ist das denn so? Also was ist denn da das Ärgernis und wieso, weshalb, wie, warum? Und dann nicht einfach den Medien, denen die das erzählen, glaubt, sondern auch mal andere Meinungen einholt, andere Zeitungen liest, andere Medien konsumiert, um sich eine Zweit-, Dritt-, Viertmeinung einzuholen. Und die Krönung dessen ist, weil so ist es mir in Russland ergangen, selber hinfahren und es selber erleben. Und meine Erfahrung in Russland war, dass alles, was ich vorher wusste über Russland, zu Staub zerbröselt ist, als ich vor Ort war, weil es stimmte einfach nicht. Von den Weißrussen erwarte ich gar nichts. Die Leute hier sind schon seit Jahrzehnten bereit, mit uns zusammenzukommen, mit uns etwas zu machen. Ich sehe das so, dass wir eine Bringschuld haben. Wir müssen denen etwas anbieten, bringen. Die Hand, die hier seit Jahrzehnten uns und speziell den Deutschen gegenüber ausgestreckt ist und immer wieder draufgeschlagen wurde, die müssen wir ergreifen. Die machen das hier schon lange genug. Und in Anbetracht all dem, was da in der Besatzungszeit des Zweiten Weltkrieges diesem Volk in Weißrussland angetan worden ist, habe ich gar keine Erwartung. Die brauchen auch nichts liefern. Wir sollten denen was zeigen. Wir sollten uns hier engagieren und auf Augenhöhe miteinander zusammenkommen und eine friedliche neue Welt bauen. Und das geht.
Das ist keine Utopie. Das ist sofort machbar. Ja, danke für deinen Einsatz. Weiterhin viel Erfolg und gute Gespräche. Vielen Dank für dieses Gespräch. Wir werden hier noch mehr über deine Aktivitäten berichten. Sehr gerne und vielen Dank zurück.